Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier waren. Du machst beiden Gegenständen Ehre, Kain. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden. Die Matriarchin von Avernus, Lady Azimuth. Mit ihren magischen Kräften hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Ja, ziemlich kranke Stimme, die alte, aber das ist unser Ziel. Die gilt es jetzt zu bezwingen. Meine Kinder, wir werden das gut zusammen zerstören. Au. Aufzuhalten, Kleiner. Autsch. Hat sich die wegteleportiert, oder? Au, au, au. Meine Kinder werden dich in Stücke reißen. Na toll, die teleportiert sich ja immer weg, die alte. Und meine Dämonen, lasst uns Vampirblut schmausen. Schmausen, die hat ja einen an der Klatsche, die gute. Ja, ich muss mal kurz wechseln, weil ich mir ein Schild aufbauen möchte und ein paar Herzen der Finsternis süffeln. Und dann packe ich ihn aber auch gleich wieder aus. Toll. Das war mal wieder ein klassischer Fall von etwas zu langsam. So, und jetzt wieder den Soul Reaver her. Das Problem ist, ich treffe sie immer nicht. Sie teleportiert sich immer vorher weg. Seelenräuber. Ich muss da noch irgendwie eine bessere Taktik mir zulegen, wie ich an die Alte am besten rankomme. Ja, toll. So also auf jeden Fall schon mal nicht frontal drauf. Bringt weniger. Oh Mann, zieht das rein. Ach toll, jetzt ist das Schild schon weg. Ja, ich glaube, hier werden wir wohl mal eine Energiebank dann brauchen. Weil der Seelenräuber, der frisst schon. Aber ich will den trotzdem benutzen, weil ich denke, mit dem werde ich nicht viele Schläge brauchen. Und die ist eh so schwierig zu treffen. Ach, scheiße nochmal, ich sehe die ja noch nicht mal richtig, da beamt die sich schon weg. Jetzt werde ich mal das so ein bisschen... Ja, das ist schon besser. Ach, scheiße! Oh Mann, toll. So kreisförmig muss ich an die ran. Ah, habe ich sie jetzt erwischt oder nicht? Ich weiß es nicht, ich habe nichts gehört. Und der Schild ist schon wieder weg. Das ist doch zum Kotzen. Oh Leute, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen dauern hier. Ich habe doch keine Zeit. Kann ich überhaupt nochmal zuschlagen mit dem Schwert? Ich hoffe schon. Ah. Jetzt habe ich sie erwischt. So, und jetzt brauche ich eine Energiebank. Ich habe keine Magie mehr. Ah, ich muss die erstmal auswählen. Die habe ich ja gar nicht in meinem Quickslot-Menü drin. Okay. Da ist das Teil. Ja, würde ich mal da drauf setzen. Energiebank. Obwohl sowas was bringt gegen Azimuth? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir jetzt gerade fast nicht vorstellen, dass das was bringt. Nee, beamt sie sich weg. Okay. Also das bringt wenig. Moment, ich erneuere den Schild nochmal.
Und dann packe ich mir den Soul Reaver wieder aus. Also wir müssen anscheinend wirklich versuchen, irgendwie so einen Bogen um sie zu laufen und dann möglichst schnell mit dem Soul Reaver zuzuschlagen. Dann kann man sie erwischen. Aber das ist schon nicht ohne. Hm, da seht ihr, wie schnell die sich wegteleportiert. Das ist... Und da, ich habe sie doch getroffen, aber ich habe nichts gehört. Hm. Das zählt auch wieder nicht. Ach, kommt. Was ist denn das? Muss ich da noch mehr im Kreis? Ich weiß es nicht. So, die Energiebank hat auch schon wieder hier den Dienst versagt. Also, die nächste... Die zwei Dämonen, die einem da am Arsch hängen, die machen es auch nicht gerade leichter. Oh, ist die schon wieder weg? Oh, das gibt's doch nicht. Ah, Mann! Ich hab die doch schon mal erwischt, die Alte. Das kann doch nicht sein. Ah! Hä? Ah, toll! Leute, das ist gerade richtig scheiße, wenn ich das mal erwähnen darf. Vor allem, weil die halt echt nicht lang hält, diese Energiebank. Das ist ja echt übel. Na, die teleportiert sich jetzt gleich wieder weg. Oh. Bisher waren es ja immer relativ einfach, die ganzen Hüter, aber die gute Frau, die nervt mich gerade ein bisschen. Jetzt habe ich sie erwischt. Oh Mann, wie viele Schläge brauchten die? Hoffentlich nur 3 oder so. Ah, shit. Oh, Energiebank ist schon wieder alle. Bin ich ein Depp. Ich sollte die Waffe vielleicht auch anlegen, wenn ich sie auswähle. Das könnte einen gewissen Vorteil mit sich bringen. Naja, ist ja gut, dass wir diese ganzen Energiebänke bisher immer so schön gesammelt haben. Die brauchen wir nämlich jetzt. Wow. Und hau du nicht wieder ab, ich sag's dir, weh. Du bleibst jetzt schön da, wo du stehst. Naja, die Dämonen habe ich erwischt, die Alte nicht. Was denn jetzt? Jetzt kommt die direkt auf mich zugelaufen, das finde ich ja cool. Ja, aber dummerweise war der Soul Reaver jetzt nicht mehr aufgeladen. Beamt die sich jetzt nicht mehr weg? Das wäre ja sehr, sehr schön, wenn sie das jetzt nicht mehr tun würde. Ist ein bisschen ermüdend, dieses Spiel hier. Aber kriegen wir auch rum. So, wo ist er denn, der Seelenräuber? Da ist er. Was? Habt ihr eigentlich schon irgendwas gemerkt, was die Rüstung macht? Also ich jetzt bisher noch nicht. Bin da gerade ein bisschen überfragt. Ja, jetzt geht die Beamerei wieder los, war klar. Oh Mann. Beamt die sich mehr weg, weil sie selber ihre Schüsse abbekommt vielleicht? Weil die von meinem Schild abprallen? Oh Mann! Oh, jetzt ist die Magie wieder weg. Ja, toll, das hat diesmal überhaupt nichts gebracht.
Flammenschwert. Soll ich der mal vielleicht ohne den Schild gegenübertreten? Aber das wird dann, glaube ich, sehr schmerzhaft. Ich versuch's mal. Wird tierisch aufs Maul bekommen, das weiß ich jetzt schon. Aber es kann schon sein, dass immer ihre Energieblitze von meinem Schild abprallen, sie selbst treffen und sie sich deswegen immer wegteleportiert. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich möchte es auch ungern selber abbekommen, die Scheiße. Habe ich sie jetzt erwischt? Nein, ich glaube nicht. Naja, toll, ich krieg den Mist jetzt erstmal selber ab. Ja, ich hab sie erwischt. Ja, ja! Ah, sowas nennt man einen Double Kill. Aber wir haben sie erwischt. Leute, wir haben Azimut platt gemacht. Im selben Zuge, wie auch wir geplättet wurden, das hat doch auch was. So. Also, eine letzte Energiebank pfeife ich mir jetzt noch ein. Ich keinen Bock habe, dass mich diese zwei Kameraden hier nochmal. So. Das war's. Her mit dem Ding, was auch immer das ist. Azimuts drittes Auge, eine Gabe von der Säule der Dimensionen. Damit ermöglichte Azimut Einblick in andere Reiche. Die Säule verlangt nun zurück, was ihr gehört. Ja, und noch ein Token. Oh, und was ist das? Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Ja, das war dann wohl Ariel wieder mit einer ihrer tollen Aussagen, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Und ein Speicherpunkt. Juhu, speichern, speichern. Oh, sehr schön. Also Leute, gute Stelle für einen Cut. Ich unterbreche das Ganze hier nochmal kurz. Und dann melden wir uns wieder. Wahrscheinlich haben wir dann auch Vollmond, dann können wir mal noch schauen, was in dieser einen Höhle drin ist. Und danach geht's weiter nach, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Lassen wir uns überraschen, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Nach dem doch etwas ermüdenden Kampf gegen Azimut, der nicht so ganz ohne war, finden wir uns jetzt an einem Fledermausturm. Außerhalb von Avernus, anscheinend auf der unteren Seite des Ganzen, ja, finden wir uns wieder. Wir haben den Soul Reaver, wir haben die Geisterrüstung und wir fliegen anscheinend automatisch zu den Säulen. Boah, dann tun wir das doch mal. Vor der Säule der Dimension legte ich das Auge von Azimut ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Gut gemacht. Du hast Möbius' Spielzeug gefunden. Azimut begnügt sich nicht mit dem Zusammenrufen der höllischen Horde. Sie hat dazu noch das Zeitflussgerät gestohlen, um die Kreaturen anderer Zeitalter auch in ihren Dienst bringen zu können. Kümmere dich um das Gerät, Kain. Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Die Legionen der Nemesis fallen vom Norden her ein und machen alles nieder, was sich in ihrem Weg befindet. Vor nicht allzu langer Zeit trug Nemesis noch den Namen Wilhelm der Gerechte. Er war ein fürsorglicher und gerechter Wohltäter. Als aber seine Armee und er selbst immer mächtiger wurden, war ihm ein Reich nicht mehr genug. Dem Tyrannen fielen so viele Städte, so viele Menschen zum Opfer. Willendorf steht bald dasselbe Schicksal bevor. Nemesis muss gestoppt werden, soll nicht alles verloren sein. Wie kann ein Einzelner eine ganze Armee aufhalten?
Du musst die Truppen von Willendorf zusammenziehen. Sie sind die letzte Hoffnung für Nosgoth. Ja, also, wie ihr seht, eine weitere Säule ist erstrahlt in reinem Weiß. Wir haben die Säule der Dimension gereinigt. Fehlen noch die drei. Möbius Anakrote, das ist der Typ, der uns entkommen ist. Und natürlich Motanius, unser Ziehvater. Hüter des Todes. Was wir gefunden haben, ist eine Zeitmaschine, ein Zeitflussgerät. Das gehört Möbius, dem Herrn der Zeit. Das passt natürlich. Anscheinend hat ihm das Azimut abgeluchst. Und ich hole mir mal schnell ein bisschen Energie, also ein bisschen Blut. Hat damit Dämonen aus anderen Zeiten gerufen. Wozu wir das brauchen? Naja, man kann sich's fast denken. Anscheinend werden wir nun, da wir bereits durch verschiedene Dimensionen gewandelt sind, sogar noch durch die Zeit reisen. Wer weiß, wer weiß. Ich wollte mir eigentlich nur ein bisschen Lebensenergie holen hier. Ja, unser nächstes Ziel scheint außerdem Willendorf zu sein. Von Willendorf haben wir ja schon gehört, das ist der Königssitz, wo König Ottmar sitzt. Ja. Dann gehe ich halt wieder. Also was die Rüstung bringt, weiß ich jetzt gerade noch nicht so genau. Nicht viel gerade. Und das bringt uns wieder zu den Bildern, die uns das Orakel am Anfang gezeigt hat in den Bergen. König Ottmar, der wohl seine Tochter verloren hat. Oder die Tochter ist schwer krank, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und deshalb recht hilflos dem Schrecken gegenüber sieht, dass seinem Königreich droht, nämlich die Armeen dieses Nemesis, von dem uns auch Ariel gerade erzählt hat. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Willendorf City haben wir da unten, das ist also die Hauptstadt, die große Metropole, das wird unser Ziel sein. Und dann müssen wir irgendwie diesen Nemesis aufhalten, wie auch immer das ist. Diesen Wilhelm, den Gerechten, wie er früher geheißen hat und dann aber zum Nemesis wurde. So aus dem anscheinend guten und reichstreuen Soldaten dann dieser Schrecken wurde. Tja, warum sich keiner als Vampir in die Belange der Sterblichen so einmischt, das bleibt weiter ein Rätsel. Aber wir hoffen ja immer noch darauf. Ey. Also, sag mal. Ich kotze jetzt gleich. Also, die Rüstung bringt ja irgendwie gar nichts, kann das sein? Was gibt's denn da? Wir hoffen ja immer noch darauf, dass wenn wir das artig ausführen, was uns Ariel aufträgt, dass wir dann herausfinden, wer hinter unserem Mod-Komplott steckt. Wer uns da das Lebenslicht ausgepustet hat und den wahren Schuldigen, den wollen wir natürlich stellen. Ansonsten denke ich mal, hat Kain mittlerweile nicht mehr viel mit der Bande der Adligen zu schaffen. Der Geist Ariels würde mich nach Willendorf führen. Sollte ich das nächste Mitglied des Kreises vernichten, musste ich seine Machenschaften durchschauen. Dies immer im Hinterkopf machte ich mich auf den Weg nach Willendorf. Also, irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen dämlich an. So. Dann müssen wir eben die gewaltsame Methode machen. So. Solange bis ich wieder genug Magie für ein Schild habe. Ist ja krass, das sind ja echt nur ein paar einfache Wegelagerer und selbst die machen mir gerade hier den Gar aus. Ja, wir verlassen Avernus und gehen nach Willendorf. Da sind wieder diese blöden Vögel, die sind auch nicht so gesund. Ich werde mir mein Herz einpfeifen. Ich glaube, das ist besser. Oh ja, das gibt mir heute richtig viel Energie. Anscheinend, wenn die Lebensleiste steigt, steigt auch das, was uns so ein Herz der Finsternis wiedergibt. So, jetzt aber. Ja,
Oh, toll, wir müssen den Wolf machen. Ja, dann ist das Schild ja gleich wieder für die Katze. Ja, toll. Das hätte ich mir ja jetzt auch mal sparen können. Gibt's hier was? Nein. Noch mehr Avernus. Noch mehr Willendorf. Ah, Zigeuner. Oh, der braucht zwei Schläge. Scheiße. Ich hatte irgendwie nur einen im Kopf. Kann ich das nicht verschieben? Oh ja, das sind dann wohl die Zug noch größeren Steine. Es gibt laut Booklet 3 Blutbrunnen, die uns Stärke geben. Wir hatten erst 2. Es gibt also immer noch Felsbrocken, die uns zu schwer sind. Ich will mal hoffen, dass wir den demnächst finden, weil das war eigentlich recht ordentlich, was da lag. Jede Menge Herzen der Dunkelheit. So, und ich nehme mal die Keule und hole mir ein bisschen Blut. Au. So. Ja. Schon ein. So, nicht my friend. Hey. Nicht nett. So. Und damit wären wir wieder voll. Oh ja, Vollmond. Jetzt aber schnell. Ich will jetzt wissen, was in dieser Höhle ist. Und Korhagen, dazu gehen wir am besten nach Wasserbund. Und um nach Wasserbund zu kommen, am besten in Nupraptors Versteck. Seht ihr das Video nämlich auch mal.